Der QMR 918 oder auch DIM 918C genannt, ist der Quantenresonanzanalyser, der von der Form her und Verarbeitung her sicherlich das massivste und edelste Gerät ist von allen. Auch die Tasche ist sehr, sehr hochwertig, die man dazu erhält. Das Spezielle daran, dieses Gerät läuft nicht nur mit einem Handsensor, sondern man kann auch direkt Kopfpads, es sind fünf an der Zahl bereits mitgeliefert, anhängen und dann werden diese angeschlossen und je links und rechts an die Schläfe so ein Messstrom mitgenommen. Ganz wichtig zu wissen, bei diesem Gerät muss man mit dem Sensor und den zwei Kopfpads arbeiten. Also man kann nicht wählen, ob nur Sensor oder nur Kopfpads, sondern es braucht beide. Der Vorteil ist, dass aber diese drei einzelnen Elemente einen noch genaueren Messstrom ergeben und vor allem, wenn es darum geht, um das neurodegenerative System und das zentrale Nervensystem, hat man mit 4 bis 5% genaueren Ergebnissen natürlich hier eine bessere Datenbasis. Das Gerät eignet sich von daher natürlich bei allen Kinesiologen, Kraniosakraltherapeuten, aber natürlich auch bei allen therapeutisch tätigen Personen, die zum Klientel Leute haben, die im Burnout-Bereich drin sind, die gestresst sind, die aber auch bereits depressive Elemente drin haben und wo es darum geht, dass man wirklich genau das noch genauer analysieren kann. Im Lieferumfang enthalten ist das USB-Kabel, die Software auf CD-ROM oder USB-Stick. Natürlich gibt es auch einen Download-Link, weil heute schon viele Geräte kein CD-ROM mehr haben. Und es gibt auch ein komplettes von uns geschriebenes Büchlein, wo erklärt wird, warum funktioniert Quantenresonanz überhaupt, wie ist die Installation der Software und nachher auch die Benutzung der Software und wie wird so ein Test wirklich genau analysiert. Mit diesem Gerät hat man sicher das Top-Gerät in der eigenen Praxis und weiß, dass man da wirklich in den Bereichen, vor allem wenn es um neurodegenerative Messungen geht, zentrales Nervensystem, das absolute High-End-Produkt hat.